Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt kommen wieder Videos. Ich bin wieder einigermaßen gesund. Also man hört wahrscheinlich auch an der Stimme, dass sie ein bisschen rauer ist wie sonst und ein bisschen tiefer. Und wenn ich in die hohen Töne gehen will, dann kommt ab und zu dann doch mal ein raus. Aber ich dachte mir Jump League ganz chillig, weil da eigentlich fast immer ein guter Versuch bei rauskommt. Können wir mal wieder aufnehmen. Und deswegen spielen wir jetzt hier. Ich weiß gar nicht, welche Map das ist. Aber ich hoffe, das wird aber eigentlich ganz gut. Wer sind wir nochmal? Wir sind der Slaven anscheinend. Ja, weil der andere ist, glaube ich, einfach ein Premium, der gejoint ist. Und dann gucken wir und hoffen, dass das Ganze nochmal gut wird. Die meisten von euch sollten ja auch, das kann ich jetzt einmal ansprechen, mitbekommen haben, dass ich jetzt wieder gestreamt habe. Das mache ich ja immer ganz kurzfristig. Dann poste ich was auf Twitter, dann poste ich was auf YouTube. Und dann fange ich eigentlich meistens an. Es war wieder ein sehr cooler Stream. Danke an alle, die dabei waren. Sehr spaßig. Waren dann auch echt viele Leute wieder dabei. Das ist immer wieder sehr erstaunend, weil ich damit immer nie rechne. Ich denke immer so, okay, dann kommen halt so vielleicht 50 Leute. Und dann ist es aber dann doch das 4-5-fache. Ist dann schon echt krass. Und das ist dann eben auch erfreulich. Weil ich sage ja auch immer, ich möchte öfter streamen und komme dann oft irgendwie nicht ganz dazu. Vor allem jetzt die Tage, wo ich krank war, da hatte ich irgendwie gar keinen Bock, überhaupt so zu reden oder so. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Und ja, jetzt wieder alles gut. Spaßig, spaßig. Und dann hoffen wir, dass ich das jetzt hier ganz gut schaffe. Der Part ist eigentlich easy. Ich habe eigentlich gedacht so, ja, ich brauche jetzt mal ein bisschen was ganz locker easy durchrecken, ohne zu jump-failen. Und jetzt mache ich hier die ganze Zeit Fehler. Ich habe auch einiges jetzt, als ich krank war, in den Kommentaren gelesen. Doch natürlich Call an Modi, die ich aufnehmen kann. Och, was war denn das gerade? Und ja, da waren auch echt gute Ideen dabei, die ich auf jeden Fall auch aufnehmen werde. Weil das ist ja Spitzenzeug. Und ich habe gerade noch irgendwas im Kopf gehabt, was ich schon wieder vergessen habe. Ach ja, danke an die... Mann! Danke an die 7000 Abonnenten, die ich während ich krank war geknackt habe. Es war wirklich sehr schön zu sehen. Und jetzt bin ich hier wirklich... Was denn bitte los? Also ich bin gerade wirklich unterirdisch schlecht hier an dem Part. Da ist natürlich auch sehr schwer. Nee, der ist eigentlich wirklich einfach. So. Hep. Tada. War so schwer. Wow. Den Champ hier finde ich echt ekelhaft. Weil der ist so klein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man den überhaupt schafft, wenn man anhält. Ich muss den eigentlich immer durchspringen. Also von... Ja, genau. Von dem anderen dann auf den anderen drauf und so dann das gut machen. Übrigens habe ich jetzt auch alle Tests, die ich jetzt... Ich hatte letzte Woche zwei Tests. Einmal den Mathe-Grundwissenstest und einmal den Englisch-Grundwissenstest. Und für die habe ich natürlich auch nochmal einiges gelernt. Und ich auch, wenn ich krank war, ich habe die Tests trotzdem alle geschrieben, weil Nachschreiben immer viel schlimmer ist, wie so schreiben. Und von daher habe ich dann erstmal gestreamt, nachdem ich dann wieder einigermaßen gesund war. Weil ich mir dachte, dass das dann doch angenehmer ist. Ach man, solche Leitersprünge mag ich ja gar nicht, ne? Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp, wie ich die besser springen kann. Ich springe die nur immer so und das ist irgendwie nicht so die allerbeste Taktik. Oh, ja, ich habe ihn geschafft. Cool, okay, gut. Das ist... Oh nein! Habe ich den danach gefailt? Come on. Das ist ja so... So ein Mist. Okay. Der ist einfach eigentlich gar nicht so schwer, der Sprung. Hä? Ich springe doch total spät ab. Eigentlich muss ich den echt gut bekommen. Ach ja, beim letzten Video war es echt schön, wie viele gute Besserungen in die Kommentare geschrieben wurden. Hat mich wirklich gefreut. Ich bin bestimmt auch nur deswegen gesund geworden. Was auch eine lustige Geschichte ist. Okay, eigentlich ist sie nicht lustig, sondern eigentlich ist sie echt traurig. Ich wollte heute ins Kino gehen. Ich muss dazu sagen, wir haben jetzt... Moment. Haben jetzt 4 Uhr. Und ich wollte heute ins Kino gehen. Um 2:30. Und wann wache ich heute auf? Um 2:30. War natürlich sehr praktisch, dass ich dann das Kino quasi verschlafen habe. Ja. Das war ein bisschen doof. Tut mir auch sehr leid für
die Freundin, mit der ich da hingehen wollte. Aber ich habe wieder einfach verschlafen und dann war es dann doch 2:30. Ich dachte, ich müsste mir keinen Wecker stellen, weil ich war auch davor schon wach. Also ich war schon 11 wach und dachte mir so, okay, ich kann nochmal ganz kurz schlafen. Und habe dann doch nochmal ein bisschen länger wie erwartet geschlafen. Oh nein! Oh, wie traurig das gerade war. Boah, wie gemein. Das... Oh. Nein, nein, nein. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das kennt, was ich gerade gesungen habe. Dann seid ihr echt cool, wenn ihr das kennt. Oh Mann. Der Sprung ist doch echt ekelhaft. Ich will noch, muss auf jeden Fall noch ein bisschen weiterkommen. Ich weiß auch, wenn wir hier schon Level 7 sind, sind die anderen echt gut dabei. Och, der Part ist aber auch echt ekelhaft. Ach ja, was ich dieses Video ansprechen wollte. Mir hat jemand ein Skinpack gemacht. Den Link dazu packe ich mal in die Videobeschreibung, falls ihr da Lust drauf habt. Könnt ihr euch das Video mal anschauen. Und vielleicht gefällt euch auch sogar ein Skin davon. Fand ich echt nett, dass er das Skinpack gemacht hat. Ist ganz niedlich geworden. Und jetzt habe ich übrigens auch den Part geschafft. Also, da rede ich wieder und dann schaffe ich den Part. Locker easy. Okay, bisschen besser ist das jetzt schon. Aber gut ist das Equipment jetzt auch. Ich bin auch nur in Anführungsstrichen die dritte. Das heißt, die anderen sind weiter und werden vielleicht auch dementsprechend besseres Equipment haben. Wir müssen dann mit PvP rausreißen. So. Okay, nice. Der Part ist so ekelhaft. Okay, cool. Aber jetzt habe ich nochmal gutes Zeug bekommen. Jetzt haben wir wirklich starkes Zeug. Weil ich den Part jetzt auch noch schaffe. Der ist natürlich mega cool. Nein. Okay. Naja. Aber wäre auch zu schön gewesen. Okay. Oh, es klappt der Jump nicht mehr. Der ist aber auch wirklich... Also sowas... Das hat irgendwie doch zu 90% nur was mit Glück zu tun, oder? Okay. Wenn man so springt, sehe ich schon, ist es besser. Suchen wir es ja auch mal. Ja. Nice. Okay, jetzt können wir es. 30 Sekunden. Wir haben wenigstens alle möglichen Kisten dann gleich gelootet, aber schaffen werden wir es wahrscheinlich in den 30 Sekunden nicht mehr, oder? Go, Speed, Speed, Speed. Vielleicht schaffen wir es noch. Jump gegen die Zeit. Okay. 10. Schnell. Go, go, go. Mein Gott, wie knapp. Boah, krass. Lol. Ja, dachte ich mir jetzt auch gerade. Boah, mega krass. Wie knapp das einfach war. Wann war das, glaube ich, jetzt Sekunde 2 und dann habe ich es nochmal geschafft. Ich bin gerade... So, lol, ich war gerade mega schlecht. Richtig lächerlich. So. So, jetzt geht's aber bestimmt gleich. Da. Ja, okay. Da war auch gerade echt. Ich habe mich gerade noch so drüber gefreut, wie ich da das, dass ich da das Goal noch, Ziel noch gereached habe. Das war jetzt echt lustig. Krass. Wie schlecht ich gerade einfach spiele. So. Echt schlecht. So. Ich treff echt nicht besonders gut. So. Sind ja in Teams verbunden. Nee, komm her, Tilko. Okay. Wenn du kämpfen willst, mischt euch nicht ein. Oh, okay, bin ich auch entkommen. Gut, dann soll ich jetzt lieber recken. Verzaubern kann ich nicht, oder vielleicht kann ich sogar verzaubern. Moment. Wenn es mich auf... Nee, es lässt einen nie auf ein Level verzaubern. Man muss schon immer 2 haben. Das finde ich echt doof bei Jump League.
Da kann ich. Da kann ich vielleicht so random reinschießen und. Hyperkill. Okay. Was nehmen wir uns denn? So, oder? Jo. Okay. Als ob der ein Feuerzeug hat. Was? Oh, Mist. Okay, ein Leben habe ich noch. Ich spiele wirklich schlecht. Also, ich als auch die erste Runde, die ich jetzt heute spiele. Bin auch noch nicht so lange wach. Und ich muss sagen, ich spiele wirklich schlecht. Der hat halt ein Feuerzeug. Komm, ja, okay, GG. War jetzt nicht so die beste Runde, aber das am Ende war ja immer mega cool. Also, ich würde sagen, dafür könnt ihr schon einen Daumen hoch lassen für diese Ultra-Action. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Jetzt kommen wieder normale Videos. Ich bin wieder gesund und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.